gilt sie als die schönste Krone der Welt. Die 1602 für Rudolf II. In Prag gefertigte Privatkrone wurde später zur Kaiserkrone Österreichs und ist als solche im kollektiven Gedächtnis verankert. Zu sehen ist sie als eines der prominentesten Stücke an unserem Standort in der Hofburg, der kaiserlichen Schatzkammer. Sie war das kostspieligste Projekt, das der kunstsinnige Kaiser jemals in Angriff nahm. In ganz Europa ließ Rudolf unter dem Siegel der Geheimhaltung nach großen Diamanten suchen. Der größte Angebotene hatte 186 Karat. Zigtausend Dukaten verschlangen allein schon diese Diamanten, von denen 8 große und 186 kleinere auf der Krone zu finden sind. Es wird eben auch gesagt, dass allein die Rudolfskrone einen Wert hatte, der alle Bautätigkeiten Rudolfs II., die er jemals getätigt hat, überstiegen hat. Also wenn Sie sich vorstellen, der hat seinen Palast, seine Residenz in Prag neu errichtet, umgebaut, was das an Kosten hervorgerufen haben mag, die Rudolfskrone war noch teurer in der Herstellung. Abgesehen vom materiellen Reichtum besticht die Krone vor allem durch ihre ausgewogene künstlerische Gestaltung. Im Wesentlichen besteht sie aus 3 Hauptteilen, die, jeder für sich, eine der Würden des Herrschers symbolisieren. Aus dem Kronreif mit Lilienaufsatz, der für sich eine Königskrone bildet, aus der Mitra, welche das hohe priesterliche Gottesgnadentum symbolisiert, und aus dem kaiserlichen Hochbügel von der Stirn zum Nacken, wie wir ihn auch an der Reichskrone finden. Die Reichskrone, es war keine Krone, die der Kaiser besessen hätte, sondern es war wirklich nur eine Krönungskrone. Und aus dem Grund war es üblich, dass die jeweiligen Herrscher sich jeweils eine eigene Privatkrone, die man dann für repräsentative Zwecke verwendet hat, anfertigen ließ. Der Schöpfer der Rudolfskrone, der Brüsseler Goldschmied Jan Vermeyen, verstand es dabei, nicht nur die 3 Hauptteile harmonisch miteinander zu verbinden, sondern die Krone auch mit tiefster Symbolik aufzuladen. Der Kronreif wird von 8 großen Diamanten beherrscht, die die 8 Zahl der alten Kaiserkrone wiederholen. Der Diamant selbst, im Griechischen Adamas, also der Unbezwingbare, genannt, galt als Symbol Christi, den das Böse nicht zu bezwingen vermochte. Die am Reif ansetzenden lilienförmigen Zacken werden vom Rubin dominiert. Sie sind Symbole der Weisheit, wie die roten Steine selbst auch. Zwischen den beiden mitren Hälften zieht sich abschließend der alles überragende kaiserliche Hochbügel von der Stirn zum Nacken. Er wird noch von einem Kreuz, auf dem ein großer Saphir sitzt, überhöht. In dem Sinn hätte man jetzt in der Deutung dieser Steine eben auf der einen Seite ein wirklich trinitätisches Verständnis, dass man von Jesus Christus, also der Diamant, über den Heiligen Geist, der Rubin, zu Gott Vater gelangt. Also dass man wirklich, dass diese 3 Elemente hier mit vereint sind. Und das bedeutet wieder in seiner Aussage auf einer Krone, dass der Herrscher eben im Sinne oder durch die dreifaltige Gottheit regiert. Die Mitra teilt der Künstler in 4 goldene Kompartimente. Jedes für sich stellt Rudolf II. In seinen 4 königlichen Würden dar. Als Imperator und Türkenbesieger bei seiner tatsächlichen Krönung in Regensburg, als König von Ungarn beim Ritt auf den Krönungshügel, bei dem er die 4 Schwertstreiche in die 4 Himmelsrichtungen ausführt, und als Rex Bohemiae beim Krönungszug auf den Hradschin in Prag. Es ist das erste und einzige Mal, dass sich ein König und Kaiser auf einem Insigne selbst darstellen ließ.